Lifestyle. Herzlich willkommen, ich bin's Leute und wir machen mit den Axial Rave weiter. Und zwar hatten wir aufgehört, ich ziehe das jetzt hier in einem Durchgang durch, wie bei dem anderen. Open Back F, weil es bietet sich einfach an, jetzt hier weiterzumachen, damit wir den Käfig fertig kriegen. Und das möchte ich auch machen. Daher kommt jetzt Back F dran. Zack. Schrauben haben wieder alle gepasst. Perfekt, ich war wirklich, oder bin wirklich sehr zufrieden. Verwirrung war trotzdem wieder da. Schade eigentlich. Aber das werden wir hier jetzt auch wieder haben. Das verspreche ich euch. Wir müssen nur besser aufpassen. So. Wir werden so schrauben, dass ich das Ganze hier im Blick habe. Und zwar wollen die jetzt... Welche Seite ist denn das jetzt? Ah, okay, die blenden das hier aus. Das sind ja witzige Leute, ne, von Axial. Die blenden das einfach mal aus. In ihrer Zeichnung. Ja. Ha. Ganz lustige Leute. Super lustig. Und ich bin der verwirrte Schrauber, der keinen Plan hat, ey. Sehr geil. So. Zack, das. Dann das Teil für vorne. So. Und das ist Müll. Ha, weiß man gar nicht. Ist das jetzt Müll oder ist es vielleicht das Drahtkreuz? Ja, habt ihr bestimmt auch gerade gedacht, wa? So. Jetzt brauchen wir noch das Teil für hinten und das Teil für vorne. Wahnsinn, ey, so viele Teile. Und zwar, das kommt jetzt hier vorne rein. Und zwar hier. Okay, sehr geil. Ist halt eben stabil. Stabilität. Für Stabilität. Ja. Okay. Und zwar mit 4, 3, 8 Schrauben. Das müssen die hier sein. Ja. Laut Zeichnung könnten das die sein. Aber sind sie das jetzt auch? Das ist hier die Frage. Ja, das sind sie. Oder? Ich weiß es nicht. Ehrlich nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Zum Ende hin nochmal richtig Verwirrung, ey. So. Oh, endlich Endsport, Leute. Endsport. Ich bin so gut drauf, ey. Bald werden wir das Auto fahren sehen. Ich werde nicht die Originalfelgen nehmen, will ich kurz dazu sagen. Weil ich habe ja die Alufelgen und jetzt die Plastikfelgen. Die Plastikfelgen da jetzt extra auszupacken für, finde ich doch ein Tick zu albern. Ich werde gleich die Alufelgen nehmen. Besonders, weil das echt viel Arbeit ist, die zusammenzubauen. Das sage ich euch jetzt schon, das ist echt krass. So, wo sind denn jetzt die Teile hier? Da brauchen wir jetzt das längliche hier. Das ist aber hier leicht abgeschrägt in der Zeit. Achso, hier auch. Gut, ich habe nichts gesagt. Leicht abgeschrägt. Wo soll das hin? Das soll hier rein. Geht das denn? Oha. Hä? Wieso ist denn da? Bin ich jetzt blöd? Nee. Aber wieso ist denn da das Loch? Das ergibt doch keinen Sinn. Da haben die das hier falsch berechnet. Leute. Da haben die das hier falsch berechnet. Seht ihr das? Mit der Empfängerbox. Oder hier war damals eine alte Empfängerbox drin. Und da haben die hier völlig falsch ausgefräst. Muss man schon anpassen, ne? Aber egal, ich habe ein Upgrade umsonst. Ich meckere gar nicht. So. Und zwar wollen sie da 438. Zweimal die länglichen. Dann kriegen sie die auch.
Und zwar von der Seite und von unten. Ja, der Regler nervt jetzt hier ein bisschen rum. Krass, wie verkantet und verdrahtet dieser Käfig wird. Wahnsinn. Sieht ja schon ein bisschen krass aus, ne? Aber finde ich gut. Wie gesagt, finde ich gut. Finde ich gut. So, das haben wir gemacht. Hier kommt auch wieder eine lange Schraube rein. Und zwar für hier vorne. Was immer schwieriger wird, die ganzen Teile hier festzuhalten. Aber okay. Okay. Und zwar soll das hier gerade sein, dass die Löcher nach oben zeigen, weil ich denke, das ist für die Motorhaube später. So. Und zu guter Letzt bin ich auch die ganze Zeit im Bild. Oh, Alter. Ich habe gar nicht geguckt. Mann. Leute, da müsst ihr was sagen, ey. Ne? Da müsst ihr was sagen, ey. Das, ihr könnt das nicht einfach so hinnehmen. Ihr müsst sagen, ey, Kollege, du bist nicht im Bild. Oder so, irgendwie. Oh, hier gibt's Probleme. Das sehe ich ja jetzt schon. Das verbiegt sich hier alles. Oh. Na gut. Plastik formt sich, ja. Okay, hier gibt es jetzt schon Unterschiede. Da muss man echt aufpassen. Was ist denn das jetzt für eine Nummer? Ah, das sind die Plastikteile, okay. So, hier müssen wir aufpassen. Hier kommt nämlich eine kurze Schraube rein. Und vorne kommt eine lange rein. Das heißt, hier vorne haben wir nochmal eine große. Und hinten haben wir eine kleine. Check. So. Und hier haben wir eine etwas kleinere. Und zwar diese kleinen hier. Diese kleine Schraube heißt der Biene Mario. So, auch fertig. Geil. Wow. Okay, der Käfig wird ja riesig. Jetzt kommt auch noch der Dachhimmel rein. Und zwar auch mit dem großen. Auch mit den großen Schrauben. Puh, bald ist soweit, bald ist er fertig. Yippie. So, und zwar kommt der so gebogen mit dem Dach hier rein. Das passt auch alles, sehr geil. Und zwar, ich hänge mit den langen Schrauben. Eins, zwei und drei. Lass los. Den Rest wieder mit der Hand nachziehen. So. Ja, Hammer. Hammerhart. Sehr geil. Ich weiß gar nicht, ob wir hier die andere Karo fahren können. Drauf. Okay. Machen wir weiter. So, jetzt kommt hier nämlich der zweite. Oha, jetzt kommt die linke Seite drauf, okay? Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant, Leute. Da würde ich vorschlagen. Oha, das könnte kompliziert werden. Okidoki. Also, Käfig auf Käfig. Oh, Alter, wie viele Schrauben wollen die mich? Wollen die mich in die Klapse bringen? Anscheinend. Also, wir werden das jetzt erstmal so machen, dass wir von oben anfangen mit den langen und uns dann langsam nach unten arbeiten. Würde ich vorschlagen. Ja, wie gesagt, ist noch nichts drin, wird auch erstmal nichts reinkommen. Das später dann. So, das geht hier alles noch. Das kann ich hier auch noch reinsetzen. Und hier auch, okay. So. Machen wir jetzt erstmal Stück für Stück hier weiter. Shit, was ist das denn für eine lange Schraube? Wow, die brauchen wir nicht. Oh. Nicht, dass ich so eine fast verschraubt hätte. Oh, Alter, hier ist noch so eine lange. Krass. Wie viele unterschiedlich lange Schrauben gibt es hier bitte? Okay, ich brauche die hier. Ich mache das mal eben.
Sonst verliere ich hier langsam den Überblick. Die ganzen langen Schrauben da rausgesucht. Das sind diese hier. Wahnsinn. Dass die da so viele minimal unterschiedliche Schrauben reinjagen. Ey, ist doch Wahnsinn. Wahnsinn. Da kommt die echt durcheinander. Also ich kann hier nichts erkennen. Ich sehe nur eine einzige Schraube, das ist die hier hinten, wo eine kleinere reinkommt. Nur eine einzige. Und das wäre in dem Fall diese hier. Okay. Ja, das wird ein sehr kurzer Part hier. Mit null Gerede, weil ich mich voll konzentriere gerade, damit ich diesen Käfig nicht falsch zusammenbaue. Und zwar mit den falschen Schrauben, die ich schon benutzt habe. Deswegen entschuldigt mich da dieses Stummfilmsmäßig. Aber ich will mich hier kurz ein bisschen konzentrieren gerade. So. Jetzt hier vorne. Ist das noch drauf? Ja. Und zwar jetzt auch noch das Stück. Jetzt müssen wir noch mal raussortieren kurz. Weil die schon wieder alle sind. Und zwar müssen wir jetzt hier auch noch den Träger reinmachen. Hier vorne. Das passt überhaupt nicht hier vom Abstand her. Irgendwie. Da ist hier voll die Lücke. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Von oben. Aber wenn ich hier reingucke, dann passt das hier irgendwie null. So. Ich glaube, das wird sich gleich zusammenziehen. Yep. Puh. Nice. Und jetzt noch hier und dann. Ja, ich glaube, das hier ist überhaupt nicht interessant. Deswegen werde ich hier jetzt mal kurz einen Schnitt machen. Ich werde jetzt hier einfach nur noch die Schrauben reinjagen. Das ist null interessant. Also ich würde dabei einpennen, Leute. Deswegen werde ich jetzt hier einen Schnitt machen. Werde die Schrauben noch reinjagen und dann sehen wir uns gleich, wenn wir die Anbauteile machen. Das ist vielleicht wieder ein Tick interessanter. Ja, ich habe die Schrauben alle reingezogen, nachgezogen, festgezogen. Und jetzt kommt hier vorne die kleine Hochzeit mit dem Bumper, so wie es aussieht. Und zwar kommt der hier drauf. Da wollte ich euch dann gerne wieder dabei haben. Und zwar passt der hier auch wunderschön drauf. Und zwar kommt der jetzt, ja, jetzt wird es ein bisschen lustig hier. Irgendwie. Jetzt brauchen wir nämlich Schrauben, die etwas kleiner sind. Okay, haben wir sogar noch zwei. Alter Schwede, ist das ein Glück. Ach, da, der wird nur hier geschraubt. Und das andere hier vorne wird nicht geschraubt, okay. Sehr verwirrend, aber ist so. Zum Glück sind diese zwei Schrauben noch übrig, Leute. Alter Schwede. Weil ich absolut nicht mehr weiß, wo welche Schraube drin ist. Ist das geil, Alter. Also es ist so geil, dass es schon wieder nicht geil ist. Weil ich nicht mehr weiß, welche Schraube wo drin sitzt. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Ich weiß es absolut nicht. Keine Ahnung. Hier sind noch lange Schrauben, dann sind hier noch kurze. Ich habe absolut keinen Plan, wo die alle drin sind jetzt. Also wenn jetzt irgendwie gleich am Ende hin noch irgendwie was kommt, wo ich eine kleine Schraube brauche, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich echt ein Problem. Dann habe ich so ein Problem. Ganz ehrlich, diesen Käfig, ne? Wenn ich den eng ein gegen den Kopf werfe, der bricht sich doch alles, Alter. Der kriegt doch Gehirntrauma, so viele Schrauben, wie hier drin stecken. Das Ding kriegt Gewicht nur durch die Schrauben. Das ist kein Witz. Das ist echt sau schwer geworden, das Teil. Echt krass. So, kurze Aufklärung noch, warum ich keine Karo und so alles mache. Das kommt später alles, Leute. Der Scale-Part und so alles, das Feintuning und alles, das kommt später. Ich will jetzt erstmal nur so, ich will ihn erstmal jetzt nur so fertig machen, da später noch, also ich will ja die Rave-Karo haben und nicht diese Karo, die ich habe. Das heißt, die Karo, die hierbei ist, die sie wollen, die mache ich nicht. Und dieses Männchen mit dem Fahrereinsatz, da muss ich mal gucken, ob der passt zu der. Daher will ich mir erstmal die Karo besorgen, bevor ich das versau. Erstmal die originale Rave Karo besorgen, ranhalten und gucken, ob der Einsatz mit der Karo, ob das harmoniert und gut aussieht. Weil wenn nicht, dann ja,
brauche ich den Einsatz nicht und dann hole ich mir den anderen Einsatz. Versteht ihr? Deswegen wird es da erstmal noch dauern. Aber wir werden fahren gehen, werden alles möglich testen. Vielleicht baue ich auch schon das Tuning an. So, geil. Fertig, Alter. Boah, Alter, das sieht Hammer aus, ey. Hier schön beweglich noch innen drin alles in der Mitte. Aber außen der Käfig schön steif. Geile Nummer. Und jetzt kommt der Käfig hier drauf. So gesehen die Hochzeit, Leute. Das machen wir jetzt auch nochmal. Und zwar kommen hier nämlich andere Schrauben. Seht euch das mal an. Jetzt wird es nämlich lustig. Jetzt wird es ja lustig. Welche Schrauben wollen Sie denn da? Da habe ich hier einmal welche. Die hier sind für hinten. Und da haben Sie hier noch welche. Und davon habe ich nämlich nur eine. Weil die andere... Oh, die ist hier. Oh, gerade richtig Panik bekommen. Alter Schwede. Meine Fresse. Ach so, die anderen sind für die... Okay, ich verstehe. Dann holen wir mal die Karre. Hochzeit! Ah, ne. Oder? Doch. Nice. Geilo. Was ist das denn? So, zack, zack. Ich wollte gerade sagen, ey, passt das da nicht? Okay, passt. Ich hab echt gerade schon Panik bekommen, ey, dass das nicht passt. Ja, jetzt wird es hier langsam knifflig. Wir schrauben jetzt eine gemeinsam und den Rest mache ich kurz alleine, weil das Ding hier so festzuhalten, da kriege ich Krämpfe gerade. Also, erste Schraube gemeinsam. Die erste Schraube, er ist dran, Leute. Guckt es euch an. Ein Monsterteil, ey. Wahnsinn, ich muss euch mal rauszoomen. Guckt euch dieses Monsterteil an, ey. Es passt gerade so auf die Kamera. Aber wobei, jetzt könnt ihr auch so bleiben. Dann schrauben wir jetzt gemeinsam noch die Schrauben rein. Guck, das nervt. Das ist der einzige Nachteil hier, dass das mal rausfällt. Vielleicht hole ich mir da auch nochmal richtige Adapter. So, da gibt er schon auf. Das ist aber gut so. Weil dann, wie gesagt, überdreht das nicht. Den Rest ziehe ich gleich mit der Hand nach. Mit 4 Schrauben wird das ganze Teil an das Chassis geschraubt. Na. Und dann nochmal mit der Hand nachgezogen, das Ganze. Das heißt, der Fahrereinsatz verdeckt das ganze Innere vom Motor und alles. Okay. Sehr interessant. So, die andere Seite mache ich eben kurz für mich. Countdown. Gleich ist er fertig. Gleich ist er fertig. Das letzte jetzt hier. Wir brauchen noch so eine Plastikhüllen, Leute. So eine Plastikhüllen. Die muss ich mal kurz suchen. Da bin ich wieder. Hier haben wir sie. Ich habe sie gefunden. Die sind hier noch bei den Dämpferdingern mit dran. Und so müssen wir die abknipsen. Leider wird nicht gesagt. Ach doch, wird gesagt. Ha, hier. 2 und oben auch 2. Ach so, okay. Die Zweier sind das. Und zwar ist das hier noch an diesem Stoßdämpfer-Set mit dran gewesen, diese Hülsen. Und zwar, hinten sollen sie in 1 rein. Okay. Mit den Langschrauben. Weil das Ganze auch noch durch, das Ganze hier auch noch durch das Akkufach geht. Ja, ihr seht gar nichts, ne? Sorry, aber ich weiß auch nicht, wie ich das filmen soll. Aber jetzt geht es hier rein. So. Und dann muss das Ganze nämlich noch mit durchs Akkufach. Wie soll denn das gehen alles? Oh, 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 oh. Okay, das geht. Jetzt muss ich das Akkufach irgendwie so machen. Ja, da muss ich das Drehmoment ein bisschen höher stellen. Und der kommt jetzt schon die... Oh, shit. Oh, 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 oh. Oh, Scheiße. Oh, ist das blöde. Ist das blöde hier. Das ist ein bisschen... Ah, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ey. Das ist so ein bisschen dumm gemacht irgendwie. Auch mit dem Gummi hier und
das da so drüben reinzusetzen, das ist ein bisschen scheiße gelöst hier. Also man soll eine viel zu kleine Schraube nehmen. Die hätten sie auch ein bisschen größer machen können. Dann muss das Ganze, geht durch zwei Käfige, was schon sehr knapp beim Messen ist. Geht in zwei Käfige, die unterschiedlich hoch sind. Und dann müsst ihr noch gleichzeitig darauf achten, dass ihr vorne die Schraube nicht durch den Gummi jagt. Die, seht ihr das? Also das ist dämlich, ey. Tut mir leid. Aber das ist dumm gelöst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Schraube ist vom Kopf her kleiner und kann dadurch den Gummi einfach mit auffressen. Also dadurch. Das heißt, der Dämpfer hat so gesehen gar keinen Anhaltspunkt, gar keinen Schlusspunkt. Somit kann man die Dämpfer auch nicht richtig festdrehen. Das ist ein bisschen blöde gelöst, finde ich. Und dann mit diesem Plastikstück dazwischen, finde ich nicht so gut. Okay. So, ich schraube das jetzt mit der Hand, weil ich jetzt nämlich auch hier innen drin aufpassen muss. Das heißt, Akkuschrauber mal weg und mit der Hand weiter. So, da kommt sie nämlich jetzt schon. So, ja, keine Ahnung, wann hier fest ist. So würde ich sagen. Ja, das ist ein bisschen blöd gemacht. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen blöd gemacht. Da hätten sie größere Schrauben nehmen sollen oder so, meiner Meinung nach jetzt. So. Und dass das hier mit dem Akkufach zusammenhängen muss, tun sollte, macht. Erleichtert das Ganze jetzt nicht sehr. So. Guck mal, ob das hier auf der Seite ein bisschen besser geht. Anscheinend geht das auf der Seite gleich ein bisschen besser. Ja, auf der Seite geht das gleich viel, viel, viel besser. Kommt aber auch, da das Akkufach hier besser sitzt. So. Das Akkufach sitzt hier auf der gleichen Höhe als hier. So. Okay. Gut, machen wir vorne weiter. Wir haben ja noch zwei Schrauben. Und zwar wollen wir vorne ins erste Loch gleich rein. Auf jeden Fall auch wieder die Abstandshalter hier mit benutzen. Und da sollen wir jetzt die kürzeren Schrauben nehmen. Das verstehe ich auch nicht, wieso wir hier kürzere Schrauben nehmen sollen als hinten. Klar, weil hinten Akkufach ist, aber hier vorne nicht. Das ist mit natürlich schon begriffsstutziger Leser, hat das schon begriffen. Ne? So. Jetzt mach doch hier keine Zicken, Fräulein. Und lass es über dich gehen. Nein. Was ist denn hier los? So. Okay, vorne geht es definitiv leichter. Also vorne geht es wirklich sehr, sehr, sehr leicht. Im Gegensatz zu hinten mit dem Akkufach da, das ist ein bisschen nervig gemacht irgendwie. Dass da noch das Akkufach ist und so. Und dass die Schrauben durch dieses Gummi, ja, weiß ich nicht. Finde ich nicht so prickelnd. Nicht so prickelnd gelöst, das Ganze. Nein. Fertig, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Ja, er federt hier ein vorne. Das Servohorn kommt hier vorne gegen die Stange, ey. Ist das lustig. Hier, seht ihr die Stange hier? Da kommt das Servohorn gegen. Da. Knallt dagegen.
Vielleicht das Ganze mal ein bisschen weiter nach hinten versetzen. Knallt dagegen. Scheiße. Aber sonst sehr schön bis jetzt. Gefällt mir ganz gut. Kabel müssen da irgendwann mal rein. Und wo soll der An- und Ausschalter hin? Soll der hier so rumhängen? Hallo, ich häng hier. Also irgendwie sind die Stoßdämpfer zu niedrig, zu wenig, zu klein. Und irgendwas blockiert hier. Wenn ich hier einfeder, dann blockiert was. Hier nicht. Hier geht's sauber. Aber irgendwas blockiert hier den Einfederungsweg. Servokabel ist das nicht. Irgendwas blockiert hier. Das wäre irgendwas zu starr. Hier geht leicht. Aber hier und hinten. Ja, hinten ist auch schön. Ja, ansonsten sehr schönes Auto. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Reifen dran. Und dann sind wir auch schon am Ende. Gucken wir mal. Ja, die Beatlocks, die baue ich ja nicht so zusammen. Da zeige ich euch gleich die Alu-Dinger. Die Mitnehmer brauchen wir. Und wo sollen die drinne sein? In OpenBack G. Und dann war es das auch schon. Okay. Die sind hier drinne. Also müssen wir die Tüte doch kurz mal öffnen. Dann setz dich mal kurz zur Seite hin. Wir gucken mal kurz rein hier. Hier sind Plastikteile. Hier. Oh, die Teile sind aus Alu. So wie es aussieht. Aber der Schein kann trügen. Müssen wir gleich mal gucken. Hier sind Schrauben. Hier sind Schrauben. Das sind für die Beatlocks. Die sind hier. Das sind die Mitnehmer für die Beatlocks. Also die. Die Plastikteile, das brauchen wir alles nicht. Die Schrauben brauchen wir nicht. Weg. Wir brauchen diese Tüte hier. Und dann haben wir hier kleine Mahnenschrauben. Ja, es sind tatsächlich Alu. Geil. Das freut mich natürlich. Aha. Okay, das Ganze wird mit einer Mahnenschraube noch gesichert. Sehr gut. Dann eine dicke Mutter. Ja, das sieht hier schon wieder sehr vernünftig aus, muss ich sagen. Mahnschraube, die Stifte, alles da. Das sieht sehr vernünftig aus. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, mit Mahnschraube wird das gesichert. Sehr geil. Sehr geile Mitnehmer. So, das heißt, wir drehen mal kurz die Hinterachse hier. Und zwar, zack, setzen den Stift durch. Dann kommt der kleine Kollege hier drauf. Ich zeige euch das mal kurz im Nahen. So, Stift drauf, dann kommt hier das Teil drauf. Dann kommt hier eine kleine Mahnschraube. Da werde ich jetzt noch kein Loctite rein machen, also keine Schraubensicherung reinmachen. Das mache ich später, weil das muss nochmal ab hier, wegen Alu. Aber ich zeige euch das kurz. Und dann kommt hier eine Mahnschraube rein, die das Ganze nochmal sichert, dass die nicht runterfallen. Das finde ich sehr, sehr, sehr geil. Ne? Sehr geil gelöst. Das mache ich eben kurz bei allen Vieren. Damit habe ich die letzte angeschraubt. Ich muss sagen, so eine Details hier, wie mit den Sechskantmitnehmern hier, die hier draufgeschraubt werden mit der Imbusschraube, damit die nicht abfallen. So eine kleine Details haben mir so in dem ganzen Bauset so ein bisschen gefehlt, finde ich. Was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass hier das Servo zum Beispiel gegenkommt. Dabei haben wir schon die kurzen Servo-Teile dran. Ich weiß nicht, ob es noch weiter nach hinten gehen kann. Aber das Servo kommt halt hier gegen. Ne? Seht ihr das? Ansonsten taucht das Servo, oder ist das ja hier extra dieses Fach für das Servo gedacht, dass das hier so eintauchen kann. Aber wie soll das da eintauchen, wenn hier, ne? Wenn das da im Weg ist. Also das ist genauso, was ich auch noch bemängeln muss, ist diese Kaderwellen, die wir hier befestigt haben. Das wollte ich euch nämlich vorhin noch sagen. Hier, da, an dem Punkt, warte, ich zeige euch mit dem Schraubenzieher, an dem Punkt hier, da ist die kleine Mahnschraube und die schleift hier an das Gehäuse schleift die, genau da. Weil das da nicht passt,
Das Plastikgehäuse ist da zu eng. Ich dreh mal. Da, guck mal, das Plastik in der Schraube, weil es genau an dem Punkt da, wo sie eintaucht jetzt, schleifen tut. Sowas, das finde ich einfach wieder traurig, ey. Wieso bei sowas, bei so einem teuren Kit, wieso das nicht berücksichtigt wird, ne? Finde ich ein bisschen, finde ich echt armselig, ey. Weil, wie gesagt, wir reden hier von 300 Euro, ne? Und ich finde, bei einem 300-Euro-Kit darf sowas einfach nicht passieren. Ist so. So, hier haben wir die schönen Felgen am Start. Und da setzen wir jetzt auch mal eine drauf. Da bin ich jetzt mal richtig neugierig. Wow. Wie die drauf passt, Leute, ey. Alter Schwede, ey. Richtig geil. Die Schrauben hier sind gesichert. Deswegen gehen die auch extrem schwer drauf. Die haben hier einen Plastikkern drinne. Oh, das sieht so edel aus. Scheiße, sieht das edel aus. Guckt euch das an. Oh, so nice, ey. Und es funktioniert einwandfrei, ey. Oh, geil, ey. Einschlag ist so 1A. Guckt euch das an. Ja, kommt nicht gegen. Fast. Es ist knapp. Und vorne. Alter. Also ich finde den Einschlag ziemlich heftig. Ja, machen wir jetzt nochmal schnell die Reifen. Weil ich bin eben schon wieder fast abgeschweift, habe ich gemerkt. Und wir sind ja hier nicht beim Review, aber langsam brodelt's und es will raus. Das heißt, ich werde den Wagen jetzt auch so fertig machen, zur Info. Und dann werden wir rausgehen mit dem Wagen, so wie er ist, werden ihn testen. Und dann werde ich gleich mal Review abgeben, weil mir brennt es unter den Nägeln. Ne? So, wir machen jetzt die Felgen hier fertig. Eine baue ich auf mit euch, den Rest schneide ich oder spule ich vor. Da haben wir die hübschen Felgen. Guckt euch diese geilen Felgen an. Wie gesagt, eine machen wir jetzt zusammen. Habe ich das nicht schon gemacht? Ich überlege gerade. Naja, ich spule hier eben kurz vor, weil das hier will ich euch echt nicht antun. Das ist wie gesagt die Felge und das ist Reifen und das Ganze, ne, ich brauche jetzt einen für die andere Seite und zwar vorne will ich das machen. Da brauchen wir jetzt den hier. Die Felge stopft die hier rein und dann versinkt die hier. Seht ihr das? So, zack. Und dann, ich glaube, ich habe euch das schon gezeigt, aber egal, um das jetzt hier zu vollenden, nochmal. Ja. Wenn ihr wissen wollt, woher die Felge ist, guckt euch das Unboxing dazu an. Ich habe extra ein Video dazu gemacht. Und da sage ich, woher ich sie kaufe und woher ich sie habe. Und was diese geilen Felgen nur kosten. Also das ist echt lächerlich. Was diese Voll-Alu-Felgen kosten. Das ist so lächerlich einfach nur. Das ist vom Preis her überhaupt nicht erwähnenswert. Ich hätte sogar, oder ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde sogar 50 Euro oder sogar mehr zahlen, aber dass ich nur 30 Euro für 4 Felgen bezahlt habe, und zwar echte Alu-Beadlock-Felgen, das ist einfach Wahnsinn. Mittlerweile sind sie sogar teurer geworden, weil wohl die Nachfrage gestiegen ist. Und das ist ja immer so, Preise steigen, wenn die Nachfrage steigt, also wenn die Nachfrage groß ist, steigt der Preis. So ist das leider. Und als ich sie gekauft habe, lagen sie bei 14 oder 15 Euro irgendwas. Mittlerweile sind sie jetzt bei 18 oder 19 Euro sogar schon für 2. Und somit ist das Ganze jetzt auch schon ein bisschen teuer. Aber wie gesagt, selbst für das Geld würde ich sie immer noch kaufen. Würde ich sie immer noch kaufen. Weil der Preis einfach top ist. Dagegen kann man einfach nichts sagen. Guckt euch das an hier. Ich drehe das jetzt zwar, eigentlich wollte ich das schneiden, aber guckt euch das einfach an hier, ey. Das ist so lächerlich. Das geht so flott, ey. Zack. Oh, das sieht so geil aus, ey. Jetzt ziehe ich hier langsam fest. Zack. Geh rüber auf die andere Seite. Zieh da fest. Dann gehe ich hier rüber, zieh hier fest.
damit ich nicht so rumherum und sich eine Spannung aufbauen kann. Dann ziehe ich hier drüben fest. Dann gehe ich hier rüber. Ziehe hier fest. Dann ziehe ich die fest. Und zu guter Letzt ziehe ich die fest. Und dann sind die dran. Ne? Tada! Und dann geht es hinten weiter. Das heißt, ich schiebe sie kurz so hoch. Setze sie hier ganz gemütlich rein. Wegen Schaumstoffeinlagen und so alles. Werden wir noch gucken. Wegen Reifen. Wegen anderen Stoßdämpfern und. Das wird alles noch kommen. Ich will jetzt erstmal nur mir das angucken. Gemütlich. Bevor ich hier noch weiter tonnenweise Geld reinschmeiße. Eigentlich wollte ich auch noch gar keine Alu-Teile kaufen. Also noch kein Tuning. Ich habe es nur gemacht, weil es so ultra günstig ist. Und mich, es wird mir nicht schmerzen, selbst wenn mir der Wagen jetzt keinen Spaß macht, wird mir das nicht wehtun. Ne? Dann wird er so verkauft und fertig mit dem Tuning und dann hat sich die Sache für mich, wenn mir das überhaupt nicht gefällt. Ne? Aber ich hoffe wirklich ganz, ganz dick, dass mir das gefällt. Aber ich habe schon ein bisschen Schiss, ey. Muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, schauen wir mal. Ne? Wie gesagt, Umbaumöglichkeiten gibt es ja auch. Also man kann ihn auch umbauen. Ne? Man kann ja seinen ganz eigenen Stil reinhauen in das Auto. Und das finde ich auch ganz gut so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Felgen, mal gucken, welche Farbe die kommen. Eventuell lasse ich sie sogar durch meine Kollegen da Pulver beschichten. Die kennen dann einen geilen Laden. Und dann müssen wir mal schauen. Und dann werden die eventuell sogar Pulver beschichtet. Mal gucken. Vielleicht aber, ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, mir gefällt das aber auch so, wie es jetzt aussieht. Also das sieht verdammt geil aus, wie die da dran sind. Hätte nicht gedacht, dass das so übelst geil aussieht. Schon. Also vielleicht lasse ich sie sogar in der Originalfarbe, weil es sieht echt stark aus. Ja, jetzt habe ich doch nicht vorgespult, ne? Wahnsinn. Naja, egal. Dann habt ihr jetzt mal gesehen, wie ich die zusammenschraube. So mache ich das. Oh, das jetzt gleich noch zweimal. Mir fällt der Arm ab. So, nochmal jede Schraube überprüfen. Ah, ich wusste doch, irgendeine war noch nicht fest. Wie gesagt, hier reicht auch handfest. So. Wow, sieht die geil aus. Wow. Geil. Einfach nur geil. Guckt euch das an. Wenn das jetzt, wenn die jetzt hier raufkommt. Oh, ist das hammergeil. Geil. Ey Leute, geil. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Also vom Aussehen her, selbst wenn es mir nicht gefällt, dann stelle ich mir scheißegal ins Regal und dann sieht er einfach nur geil aus. Fertig. Allein nur diese Felgen, ey. So. Geil. Leute, guckt's euch an. Oh, geil. Ja, ich muss hinten noch unbedingt einen fertig machen. Das mache ich jetzt für mich gleich. Jetzt gucken wir mal den Radeinschlag. Ey, geht doch voll durch. Ist doch voll geil, ey. Ist doch okay. Wenn der so einschlägt. Ist doch ein geiler Radeinschlag. Oh, geil. Ich will jetzt schon fahren. Okay, ich mache eben kurz die beiden Reifen hier fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Fertig. Da ist er. Das gute Stück. Ich bin endlich fertig. Wir werden ihn draußen nochmal sehen. Das sah eben gerade auf der Kamera so komisch aus. Das kommt, weil sie so schräg steht. Ja, fertig ist er. Federn tut er. Naja. Die Plastikfedern hier, wo die Kappen sind. Da merkt man richtig, dass da die Federn dran hängt. Das hört man auch. Elektrik und so mache ich alles für mich. Aber ich möchte euch ihn jetzt nochmal zeigen von der Seite mit den geilen Felgen. Guckt euch das an.
Richtig geil. Ja, so sieht er natürlich von vorne und hinten aus. Und ja, richtig geil, schön groß. Kommt wirklich einem 1,8er schon super nah. Also ich würde sagen, 1,8er Radabstand auf jeden Fall. Es fehlt halt hier vorne und hinten noch ein bisschen was, aber hat schon eine krasse Größe. Ist einfach nur geil. Ich bin einfach überwältigt. Ich freue mich schon aufs Tuning. Und wir werden ihn so testen, so wie er jetzt hier ist, so wie er hier steht, werden wir ihn testen. Die Federn sind richtig schlecht, also muss ich mir unbedingt noch andere holen. Die sind richtig hart und weiß ich nicht. Ich finde die Federn schlecht, da kommen andere rein. Ne? Aber mit dem Aufbaupart hier, Axel Rave, dem Spawn, sind wir soweit fertig. Wie gesagt, zu der Karo habe ich euch ja gesagt, oh, so sieht der auch geil aus, ne? Richtig tief vorne, ey. Oh, böse. Ja, wie gesagt, Aufbau ist fertig. Danke, dass ihr dabei wart, danke, dass ihr mich begleitet habt und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im ersten Tuning-Video. Die Aufbauserie ist hiermit beendet. Wie gesagt, Innenraum habe ich erklärt, was damit los ist und so sehen wir ihn dann auf der Straße das erste Mal. Ich bin Sauerlaser, danke, dass ihr dabei wart, danke, dass ihr mich bei diesem Part wieder begleitet habt. Super viel Spaß gemacht und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!